ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Und damit einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu den LOL Trends, dem besten Format im Greifen-Imperium. Heroes of Might and Magic war gar nicht so bad, habe ich gehört. Und in der letzten Folge hat sich eine random 7000 in eine Ecke geschlichen. Ich weiß nicht, was es war. Das sind manchmal so Datei-Überbleibsel in Premiere. Manchmal sehe ich die nicht. Und keine Ahnung, was das zu tun hat. Ich habe halt wirklich, es ist kein Easter Egg. Wenn ich Easter Eggs mache, dann sind die cool, okay? Oder vielleicht ist es doch eins. Ist scheißegal, der 9.10er-Patch ist da und auch Yummy Yummy, die Federin ist am Start. Das ist insane. Zu der ollen Katze kommen wir aber noch. Schauen wir zunächst mal auf den Champion des Patches. Und hier gehen wir so ein kleines bisschen auf Kaiser ein. Und sie hat trotz indirekter Nerfs keinen richtigen Abstieg erfahren. Das bedeutet, als ADC ist sie auf jeden Fall noch sehr, sehr gefragt. Hat sogar eine kleine Item-Build-Variation, zu der wir später auch noch kommen werden im Item-Build der Woche. Und Kaiser ist einfach schlichtweg ein absolut solider AD Carry, der verschiedene Item-Builds erstmal an sich zur Verfügung hat. Das bedeutet, man kann gut mit dem Stormraiser arbeiten, aber auch AP kann sich in ihr Item-Build reinschleichen, was sehr, sehr praktisch ist, wenn es darum geht, sich an den Schaden des Gegners anzupassen. Na, denn Sola träumt immer noch davon, dass es ein Sonyas für ADCs gibt, dass sie die Möglichkeit haben, sich in einigen Team-Compositions doch bitte ordentlich zu schützen. Und ja, das Stundenglas ist eine Option für Kaiser. Das ist kein Problem für sie, denn AP-Verwertung ist definitiv eines ihrer Themen. Der Rage-Build-Nerf ist natürlich trotzdem etwas, was man merkt, und der Abstieg in der Winrate ist erstmal da. Okay, das ist unschön. Es ist aber ein recht kleiner Wert. Das Mathe-Abi ist ja für einige gar nicht so lange her, und da weiß man ja, dass man bei Graphen doch sehr vorsichtig bei der Skalierung sein muss. Und hier ist es keine signifikante Änderung. Deshalb für sie definitiv ein Champion des Patches. Kaiser ist einfach immer gefährlich, immer anstrengend. Ein sehr, sehr starker ADC. Schön, kommen wir nun zum Abstieg der Woche. Hierbei haben wir drei Kandidaten. Beginnen werden wir mit Riven. Bei ihr ist der Abstieg definitiv klarer Natur. Sie wurde nicht genervt, sie wurde angepasst. Das bedeutet, das Q hat ja einen geringeren Cooldown, aber der E-Spell, der ist wirklich super wichtig, um Schaden zu negieren. Denn auf der Top-Lane hat man die größte Gegnervariation. Okay, es können Tanks da sein, es können Mages da sein, es können ADCs da sein oder ganz normale AD-Bruiser. Das bedeutet, auf alles muss sie vorbereitet sein, und Schaden zu negieren bzw. zu dashen ist immer praktisch. Dieser Nerf definitiv schmerzhaft. Ein weiterer Dude, der gelitten hat, ist Hecarim. Bei ihm hat man ja Conqueror quasi genervt. Das heißt, auch hier merkt man den Abstieg in einigen Zahlen. Finde ich sehr, sehr gut. Hecarim ist mittlerweile so auf Yasuo-Level bei mir. I hate it. Es ist wirklich sehr anstrengend. Aber Vayne ist diejenige, die am meisten gelitten hat. Nicht nur durch die direkten Anpassungen des Qs bzw. der Kombination mit der Ultimate, sondern auch das Rageblade ist nun mal für sie etwas unattraktiver geworden. Was bedeutet, hey, du wirst in allen Aspekten einfach schlechter. Definitiv der klarste Abstieg in dieser Woche. Kommen wir nun zum Bann der Woche. Und da ist sie, die Yuumi. Die Yuumi ist natürlich eine kleine Katastrophe, meine Damen und Herren. Ne? Die Winrate, das ist halt 29, noch was Prozent. Das ist halt Rekord. Man muss dazu sagen, dass in League of Legends sehr viele Champions dabei sind, die einen schweren Start hatten. Und Yuumi wurde auch gehotfixt. Mit allen Spells. Das war, die musste in allem Shit angepasst werden. Finde ich aber sehr, sehr gut. Riot muss darauf reagieren. Und natürlich spielen so Dinge hinein wie, hey, das ist ein neuer Champion. Der ist erstmal nicht so einfach zu spielen. Die Stats passen noch nicht ganz, und es ist insane. Weshalb natürlich auch bei ihr die Bannrate so hoch ist. Aber nicht aus dem Grund, dass sie OP ist, sondern bitte bann sie, denn ich möchte nicht verlieren. Es ist zum Totlachen. Es ist halt wirklich, wirklich witzig. Aber Yuumi, eine einzige Vollkatastrophe bisher. Wir werden sie aber noch in der kommenden Woche etwas mehr beobachten, was denn der Hotfix genau bringt. Gut, und kommen wir nur zum Increase der Woche. Da haben wir ebenfalls zwei Kandidaten. Ist ja ein frischer Patch, deswegen haben wir ein paar mehr Champions zur Auswahl. Auf der einen Seite ist es Tryndamere. Da wurde ja der Dash ein kleines bisschen angepasst. Ist für ihn absolut fein. Dann hat sich da definitiv prozentual ein kleines bisschen gesteigert. Und Xin Zhao ist ebenfalls auf einem kleinen positiven Trip. Auch hier ist natürlich wieder die Konkurrenz etwas schwächer geworden, wie zum Beispiel Hecarim. Und er sagt sich, hey, vielleicht kann ich ja diese Lücke so ein kleines bisschen auffüllen, denn ich wurde positiv angepasst und bin jetzt nicht unbedingt ein Champion, der von Conqueror schwerst mehrfach abhängig ist. Er kann es technisch gesehen nehmen, aber auch andere Attack-Speed-lastige Spells sind für ihn überhaupt kein Problem. Schön, kommen wir nun zur Challenge der Woche. Denn auf RedBullStatsOfDoom.com läuft nach wie vor die CC-Challenge. Und ich habe ein kleines bisschen reingeschaut und war sehr, sehr erstaunt. Denn aktuell ist es Nocturne, okay? Nocturne rasiert das CC-mäßig ziemlich gut rein. Denn das Ziel dieser Challenge ist ja quasi, möglichst viel CC pro Minute rauszuhauen. Das ist der Wert, den man misst. Hier muss man dazu sagen, dass auch softe Form mit reinzählen, weshalb natürlich die Wahl eines Junglers nicht schlecht ist. Und ich habe persönlich bei Nocturne die Vermutung, dass die Ultimate hinzuzählt. Das bedeutet, die Ultimate hat ja einen relativ geringen Cooldown im späteren Spielverlauf. Und die Gegner sind ja kurzsichtig. Und meine Vermutung ist, es zählt auf allen. Das heißt, 5 mal 5 Sekunden
Ja, da kommt was zusammen. Das bezogen auf eure Kreativität, 10 Punkte. Das ist halt schlichtweg insane. Die Challenge selbst läuft aber auf jeden Fall noch ein paar Tage. Ihr könnt einfach ohne Probleme auf redbullslitsofdoom.com gehen und euch da anmelden. Na, es geht super fast. Naja, für euren Skill und euer Brain werdet ihr auch belohnt. Es gibt wöchentlich Riot Points zu gewinnen und monatlich werden für die ersten 3 Platzierten auch noch Red Bull Dosen dazugepackt. Naja, und solltet ihr Fragen und Ideen haben, nutzt das Hashtag SlitsofDoom oder ganz einfach den Link in der Beschreibung, denn da gibt es auch einen Discord-Link. Dort können wir mit Johnny fleißig besprechen, was denn die beste Strategie ist. Aber Nocturne ist gut. Tobt euch da auf jeden Fall aus. Ein bisschen Zeit ist ja noch da, den höchsten Rekord aufzustellen. Schön, kommen wir nun zu der Mechanik der Woche. Das Ganze wurde mir von einem Abonnenten geschickt und es ist quasi eher als Why der Woche zu deklarieren. Denn hier versucht man sich als Master Yi an einem Objekt. Ja, man will den Baron vernichten. Master Yi kann das Ganze ja solo-mäßig machen und er wird am Ende des Tages von einem Twitch entdeckt. Na, der Twitch kann ihn nicht sehen, er hat keine Wards, er hat keine Übersicht, aber der Baron hat ihn hochgeworfen. Und dann muss man natürlich ein bisschen, da ist man erstmal verwirrt, er springt rüber, stiehlt das Ding. Also wirklich worst case. Der Baron ist also so stupid und so asozial, dass er natürlich für ihn alles Feinde sind, okay? Das heißt, er richtet nicht nur Schaden an, sondern packt auch den Korrosionsstack auf allen Gegnern, die in der Nähe sind. Bei euch heißt es also, wenn ihr an dieser Wand langlaufen solltet, macht es. Kuschelt mit der, vielleicht plant ja der Gegner einen Sneaky Baron und spätestens hier mit den Korrosionssticks oder eventuell halt mit so einem anderen Spell von ihm, werdet ihr ihn aufdecken. Beziehungsweise indirekt nutzt er die Pflanze meinetwegen und schon seid ihr dabei, das Ding zu stehlen. Vor allen Dingen relativ unerwartet. Fand ich krass und gleichzeitig traurig. Könnte aber wie gesagt auch ein Why der Woche sein. Schön, kommen wir nun zum Item-Bild der Woche. Hierbei haben wir die gute Kaiser im Blick, denn aktuell wird sie mit Mana-Mune gebaut. Im koreanischen Bereich ist das Ganze etwas verbreiteter. Das heißt, wenn man auf League of Crafts schaut, wird man feststellen, oh, ist noch relativ selten. Wenn man auf Korea stellt, wird man das Ding etwas häufiger sehen. Ein Grund dafür ist natürlich der epische Preis. Er ist wirklich super billig und mit Mana-Mune und Pickaxe hast du trotzdem deinen Q-Evolve drin. Mana-Probleme hat zwar Kaiser sowieso nicht allzu große und der On-It-Effekt ist natürlich mit dem Rageblade not bad und den kann man auf jeden Fall verwerten. Auch wenn das jetzt nicht so der Hauptpunkt ist, sondern es ist einfach nur ein sehr, sehr kosteneffizientes Item, was sie gut stacken kann, weil sie kann natürlich mit dem Q besser pushen. Also die hat schon Spells, die sie auf jeden Fall auf die Gegner abfeuern kann, um erstens die Tränen zu stacken, aber auch zweitens sehr, sehr goldeffizient zu arbeiten. Mana-Mune ist da ganz einfach strong. Es ist nicht die Hyper-Synergie, aber die Spieler probieren es aus und haben aktuell im koreanischen Bereich damit Erfolg. Schön, kommen wir nun zum Win der Woche, meine Damen und Herren. Und da werden wir einen Blick auf Twitter werfen, denn Riot hat sich geäußert, beziehungsweise LOL Esports, zu dem kleinen Malheur, will ich mal sagen, was bei Echo Fox passiert ist. Das heißt, da werden die ein oder anderen Rassismusvorwürfe oder sind entstanden, beziehungsweise hier wird Riot quasi Konsequenzen draus ziehen. Finde ich sehr, sehr schön. Das bedeutet, einige höher gelegene Positionen werden wirklich in Angriff genommen. Sollte sich da nichts ändern, dann ist eventuell der LCS-Platz gefährdet. Sehr, sehr schön von Riot Games, beziehungsweise von LOL Esports hier in dem Fall. Sehr konsequent. Genauso bitte. All diese negativen Dinge wie Rassismus, Homophobie und so weiter haben in LOL bzw. im kompetitiven Bereich nichts zu suchen. Ich weiß natürlich, dass das im Ranked und so weiter etwas anders aussieht. Da sind die Leute halt völlig gestört. Aber die LCS und alle anderen Liga-Formate haben eine Vorbildfunktion und da hat so etwas nichts zu suchen. Sehr stark. Da kann sich der Fußball vielleicht ein bisschen was abgucken. Gut, kommen wir nun zum PBE-Stuff. Und da ist Wukong am Start. Wukong wird nämlich ein kleines bisschen gereworked. Da werden einige Fähigkeiten ganz gut verändert. Das bedeutet, er kann nun mehr mit den Klonen arbeiten. Das Speziellste ist quasi, dass der Klon nun mit angreifen kann. Das heißt, er steht nicht einfach so da und explodiert dann, sondern wenn etwas in seiner Nähe ist, auto-attackt er das für 50% der AD von Wukong. Sehr nice, sehr viel Damage, gerade wenn man bei Objekten wie Drachen oder ähnliches kämpft. Das ist halt ein übelster Boost. Außerdem hat sich die Passive etwas verändert. Das bedeutet, man kann jetzt einen Stack sammeln und kriegt einfach nur Bonusschaden auf den Gegner. Ebenfalls sehr, sehr cool. Bezogen auf den E-Spell können nun die Klone, die da mitfliegen, sogar Skillshots abfangen. Super geil. Und abschließend kann man sogar während der Ultimate jetzt Spells nutzen. Das führt natürlich dazu, dass die Ult abbricht. Das ist einfach so. Aber es gibt manchmal Situationen, wo du doch lieber entkommen willst, wo du nochmal zum Gegner dashen möchtest, weil der Gegner zum Beispiel nach der Ult geflasht hat und du kannst ihn eh nicht einholen. So, das sind halt Punkte, die den Champion deutlich, deutlich komfortabler machen und vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass Wukong vielleicht relevanter wird. Alleine schon der Vesper, dass er so lange hält und beim Jungle gut mitmacht, sollte die Jungle Clear Speed komplett skyrocken lassen. Finde ich eine sehr interessante Änderung. Bin gespannt, was er noch draus macht. Ist ja wie gesagt noch auf dem PBE, also noch ein langer Weg. Gut, kommen wir nun zum Why der Woche. Und da ist natürlich auf Reddit die Diskussion relativ groß, was Champions Design an sich angeht. Das heißt, es wurde viel über Yuumi diskutiert. Die Winrate ist halt eine Katastrophe. Das ist halt schon
das Ride der Woche for free, mehr oder weniger. Dass Riot halt einen Champion released hat, den sie noch anpassen können. Das ist das Schöne. Sie wurde, wie gesagt, auch gehotfixed. Aber der Schmerz ist halt relativ groß. Es gibt jetzt aber sehr, sehr viele Beiträge und auch Guides, zum Beispiel von Zyrene, der wirklich sofort intervenieren möchte. Yumi ist ein Champion, der einen etwas anderen Playstyle erfordert, okay? Sie ist aktuell die übelste Feederin. Es ist sehr, sehr schwer. Es gibt richtig viele AFK-Memes, okay? Wo die Leute wirklich neben dem anderen sitzen und Yumi spielen und quasi einfach nur in dem Gegner drin sind. Oder es gab sogar die Idee, dass man an zwei Rechnern diese beiden Champions gleichzeitig Botlane spielen kann. Das ist halt insane, okay? Also das Meme-Potenzial ist einfach sehr, sehr groß. Trotzdem auch ein Stück weit unverantwortlich von Riot, dass sie halt einen Champion zwar sehr, sehr gut designen, aber wenig Hilfestellung geben, um genau zu erklären, okay, was ist denn der Spielstil, beziehungsweise wie soll sie funktionieren? Denn aktuell scheint ja Yumi auch ein Champion zu sein, der scaled, okay? Diese Übertragung von Stats ist ja eigentlich sehr, sehr nice, aber das ist halt abhängig von den Punkten im W. Und die Punkte im W bringen gar nichts. Wirklich nur diese Stat-Transferierung, das bedeutet, du machst auch erst als allerletztes diesen Spell komplett voll, was wirklich vom Design her gut ist. Das Problem ist, ein Supporter kriegt kein Level, okay? Er ist einfach übel bad, was quasi das Late-Game angeht. Er kommt nicht zu diesem Zeitpunkt. Level 18 Supporter gibt es unfassbar selten, gerade im kompetitiven Bereich. Deswegen ist die 29% Winrate von Yumi definitiv das Y der Woche. Es sind halt 5 von 5. Das ist halt super krass, den Champion einfach so ringgerotzt zu releasen, zumindest was die Stats angeht. Es ist natürlich schön, dass die Leute erkunden, okay? Es ist auch eine Statistiksache, aber es ist eigentlich sogar ein Vorteil. Neue Champions bieten nämlich die Möglichkeit, unerwartet effizient zu sein. Es ist nun mal so, dass du nicht weißt, was passiert, wenn du gegen Yumi spielst. Und das ist dein Vorteil. Das Problem ist, die Leute wissen halt nicht, wie es funktioniert. Es ist halt so sad, ne? Es ist halt quasi statistisch nachgewiesen, dass die meisten Champions, die League of Legends released, erstmal Riesenprobleme anfangen. Das ist einfach so. Entweder völlig overpowered oder, wie Yumi, völlig statlos. Schön, ich hoffe, diese LoL-Trends-Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wundervollen, entspannten Tag. Schaut nochmal in die Beschreibung, denn Red Bull Stats of Doom ist eine super nette Sache. Den Links findet ihr sehr, sehr weit oben. Könnt ihr also draufklicken, wenn ihr wollt. Sie haben ja auch das Video hier unterstützt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ranked.